Mit weißem Rauschen kann man die tollsten Dinge anstellen. Man kann damit seine Anlage einstellen. Man kann damit die Mixpegel in seinem Mix überprüfen. Man kann damit seine Snare cooler klingen lassen. Oder man kann so coole Effekte wie diesen hier zum Beispiel damit erstellen. Ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie ich diesen Effekt erstellt habe, damit auch du demnächst in deiner Produktion den Übergang zwischen zwei verschiedenen Songteilen noch ein bisschen cooler gestalten kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, im Rahmen des Adventskalenders hier im Recording-Blog erscheint jetzt jeden Tag bis Weihnachten ein neues Video vom Recording-Blog. Ein Video mit Tipps, Tricks, Hardware-Vergleichen, egal was, such dir was aus. Und wenn du am dazugehörigen Gewinnspiel teilnehmen möchtest, kannst du das ganz einfach mit einem Kommentar unter diesem oder jedem anderen Video hier im Recording-Blog Adventskalender tun. Alle Informationen bekommst du dazu auch im ersten Video vom Adventskalender. Das kann ich dir hier oben nochmal verlinken, falls du es verpasst hast. Solltest, aber da kannst du unter anderem so eine coole DAW-Verstehertasse gewinnen. Ist doch vom Feinsten, oder? Einsendeschluss oder Mitmachschluss ist der 29. Dezember um 20.30 Uhr. Da findet nämlich der große Livestream hier im Adventskalender statt. Jetzt gehen wir aber mal in Medias Res. Dieser coole Effekt, den ich dir gerade im Intro gezeigt habe, ist eigentlich ein Standardmittel in der elektronischen Dance-Musik und wird mit Hilfe von rosa oder weißem Rauschen erzeugt. Und wie das genau geht, schauen wir uns gleich mal in der Session genau an. Was du damit machen kannst, ist vor allem, dass du zwei verschiedene Songteile wunderbar miteinander verbinden kannst. Eine Rampe, eine Energie-Dynamik-Rampe aufzubauen, die dann wirklich so eine Explosion im nächsten Teil nach sich zieht, wo du wirklich dafür sorgen kannst, dass es dann nochmal richtig abgeht. Wir gehen jetzt mal in die Session und schauen uns genau an, wie das Ganze funktioniert und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Wir gehen jetzt mal rüber und ich verrate dir Schritt für Schritt, wie du diesen coolen Effekt machen kannst. Los geht's! So, da sind wir schon in der Session und damit du erstmal einordnen kannst, wie dieser coole Effekt eigentlich im Zusammenhang mit der gesamten Produktion klingt, hören wir uns das erstmal direkt an. Also los geht's! Also man hört schon, dass da ganz klar ein Übergang zwischen einem Teil ist, in dem weniger los ist und dem Teil, wo dann mehr los ist. Und dazwischen ist noch dieser Abfall, wo dann alles aus ist. Also das macht wirklich eine Rampe und sorgt dafür, dass da deutlich mehr Energie im nächsten Teil ist. Ob das dann Drop genannt wird oder Übergang zum Refrain, kannst du mir mal unten reinschreiben, wie die Definition von Drop ist. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Für mich ist ein Drop immer ein Abfall gewesen. Aber heutzutage in der Musik scheint ein Drop ja eher ein Aufstieg in einen wichtigen Teil rein zu sein. Also wenn du da Firm bist, schreib es gerne mal unten in die Kommentare rein. Für mich ist es einfach ein Übergang, eine Transition. Auf Englisch ein Übergang. So, wir wollten ja eigentlich über weißes Rauschen sprechen. Das erste, was wir dafür brauchen, ist richtig weißes Rauschen. Also brauchen wir erstmal zwei Kanäle. Warum es zwei sind, verrate ich dir sehr zügig und das erklärt sich auch sehr schnell. Dazu klicke ich mal auf das Plus da oben links und zeige dir, dass wir hier Rauschen einen Kanal, den Namen vergeben, erstmal Rauschen, dann einen Audiokanal machen, davon direkt zwei und das Ganze hier in Stereo anlegen. Also zwei Stereokanäle mit dem Namen Rauschen und die benenne ich mal direkt um, damit auch klar wird, wofür wir sie gebrauchen. Denn der Rauschen 1 Kanal hier unten, den benenne ich mal in Rauschen Gen für Rauschengenerator, da kommt unser Rauschgenerator drauf und den zweiten Kanal, das ist eigentlich der wichtige Kanal, den wir dann im späteren Verlauf brauchen, der heißt nur Rauschen, weil mit dem wird dann unser Trick umgesetzt. Auf den Rauschengenerator-Kanal hier, da lade ich jetzt mal unseren Rauschgenerator drauf. Der ist sehr nervig, deswegen mache ich das mit zwei Kanälen. Sicherlich würde das auch gehen, wenn man nur mit diesem Tool arbeiten würde, mit dem Tongenerator hier, aber du wirst gleich verstehen, warum ich das auf diesem Wege mache. Also der Tongenerator ist generell erstmal ein Generator, der verschiedene Töne generieren kann. Er kann hier zum Beispiel eine Sinuswelle generieren, für die man hier die Frequenz einstellen kann, 440 Hertz, zum Beispiel zum Gitarrestimmen oder so. Dann kann man einen Sägezahn, einen Puls oder eben weißes oder rosa Rauschen auswählen. Ich wähle mal weißes Rauschen aus und wir hören mal kurz, wie das klingt. Also ziemlich nervig, ne? Und wie gesagt, dieser Tone Generator, der ist im Produktionsverlauf ein bisschen schwer zu kontrollieren. Deswegen benutzen wir den jetzt mal auf diesem Umweg. Ich stelle mal den Pegel hier auf -2 ein, damit es nicht ganz so laut aufgenommen wird. Und dann haben wir hier zumindest schon mal unser weißes Rauschen vorbereitet. Das nehmen wir jetzt auf den zweiten Kanal auf, sodass wir dann davon quasi eine Audioaufnahme haben. Und das ist das Coole bei Studio One, dass man hier einfach einem Eingang sagen kann, was aufgenommen werden soll. Entweder ein Eingangskanal von deinem Audio-Interface zum Beispiel oder aber auch
auch, wenn man hier auf Spuren geht, kann man auswählen, eine der Spuren, die wir hier haben. Und dann nehme ich mal das Rauschen-Gen, Rauschengenerator, die Spur, wo unser Rauschgenerator drauf ist, und nehme das als Eingang für unseren Rauschgenerator hier an der Stelle. Also für die Rauschenspur. So, jetzt müssen wir im Prinzip erstmal eine Aufnahme machen. Den Loop habe ich schon passend eingestellt, sodass wir jetzt hier kurz mal noch die Aufnahme aktivieren und dann unseren Tongenerator, jetzt wird es ein bisschen nervig, den Tongenerator aktivieren und dann das Rauschen davon direkt in der nächsten Spur aufnehmen. Also, ich hoffe, du erträgst das oder spulst uns einfach ein paar Sekunden vor. Oh Gottchen, ey, du merkst schon, ey, wenn ich den ständig an- und ausmachen würde über Automation, das würde mich wahnsinnig machen. Deswegen einfach die Spur aufnehmen, das Rauschen aufnehmen und dann wird es wirklich nur abgespielt, wenn du es brauchst. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, warum ich nicht mit dem Tongenerator so direkt arbeiten möchte. Die Spur mit dem Tongenerator kann ich jetzt aber direkt löschen. Bei Studio One ist das Shift- oder Hochstelltaste T und zack, haben wir jetzt nur noch die Spur, wo unser aufgenommenes Rauschen drauf ist. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Damit wir das jetzt passend an unseren Song anpassen können, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das entsprechend rein und raus fährt. Du siehst schon in der Spur, die ich da drunter angelegt habe, zu Demonstrationszwecken, dass hier so ein Fade-In ist und so ein Fade-Aus. Das sorgt dafür, dass der Sound so leise reinfährt und lauter wird und am Ende des Tages auch wieder leiser wird und dann auch wieder rausfährt. Dazu kann man hier im Event einfach oben links hier die Ecke anfassen und einfach diesen rüberziehen, dann hat man direkt einen Fade-In reingemacht, muss man mal gucken, wie es am besten klingt und den Fade-Out können wir direkt an der Rückseite auch machen, so, dass das Signal schön wieder rausfährt und schon kann man an der Wellenform auch erkennen, wie das Signal jetzt rein und rausfährt und sich dann im Mix entsprechend verhält. An der Stelle hier bei 25.4, also Takt 25.4 bei mir, siehst du, dass das hier ausgegraut ist, das ist eine Stelle, wo eigentlich nichts spielt, da hört die Bassdrum auf zu spielen, da hört der Bass auf zu spielen. Also soll auch das Rauschen da an der Stelle aufhören, damit du so einen kleinen Abbruch hast an der Stelle, da spielt gar nichts und dann ist der nächste Einstieg für den Hauptteil, der dann danach kommt, nochmal ein bisschen größer und explosiver und das kann man dann einfach, indem man hier mit einer Schneide rangeht, ich habe das, wenn ich die Kommandotaste drücke, habe ich das direkt als Tool liegen, schneide hier mal diesen Teil, diesen einen Takt hier raus, markiere den und kann den mal direkt löschen, bupp, dann ist der raus und dann haben wir auch wirklich sichergestellt, dass da nichts mehr spielt. Klingt wie folgt. Ne? Ist die Stelle direkt leer nochmal. Stumpf rausgeschnitten, mehr musst du auch gar nicht machen. Lass auch ein Fade weg, damit es wirklich ganz dramatisch ist, dass der da aufhört, wirklich zu spielen, sobald dieser eine Takt da erreicht ist. So, jetzt haben wir schon fast das Wichtigste erreicht. Was wir aber noch brauchen ist, um diesen Effekt wirklich noch ein bisschen intensiver und natürlicher klingen zu lassen, ist, dass dieses Rauschen auch so ein bisschen aus den tiefen Frequenzen aufmacht und in die Höhenbereiche reingeht. Das klingt dann so, als wenn man den Mund so aufmachen will, so. Und um diesen Effekt hinzukriegen, brauchen wir einen Equalizer. Und das ist relativ einfach umzusetzen. Dieser Equalizer, den können wir mal reinwählen hier, den Pro EQ. Da haben wir ihn schon. Und der Pro EQ wird als erstes mal von uns missbraucht als simpler Low Cut, denn ich möchte, dass von unserem weißen Rauschen die tiefen Frequenzen alle abgeschnitten werden. Das schneide ich mal alles hier unterhalb von 280 Hertz ab, denn das weiße Rauschen ist ja in allen Frequenzbereichen vertreten. Und damit das aber nicht irgendwie unseren Bass oder unsere Bassdrum, denen die Energie rauscht, sondern einfach nur für diesen Effekt zur Verfügung steht, schneide ich mit einem Low Cut erstmal alles ab, was unterhalb von 250, 280, 300 Hertz ist. Das wird unseren Effekt hier nicht einschränken. Was wir aber eigentlich brauchen von diesem Pro EQ ist der Hi-Cut, also das Filter, das die oberen Frequenzen abschneidet. Und wir können ja mal kurz hören, wenn ich dieses Hi-Cut-Filter runterdrehe, wie sich der Sound hier verändert. Hören wir mal. Na, ich drehe mal auf. Und diesen Sound, den möchte ich jetzt haben, dass der immer an der richtigen Stelle abgespielt wird. Das heißt, das Ganze wird mit Automation erledigt. Und wenn sich bei dir jetzt schon wieder die Nackenhaare aufstellen, weil du sagst, Automation, da habe ich Schiss vor, das habe ich noch nie gemacht. Es ist super simpel in deiner DAW, wenn sie nicht Studio One ist, bestimmt auch. In Studio One ist es wirklich mega simpel. Der Parameter, den ich als letztes hier angeklickt habe, der wird nämlich hier oben links in der Ecke, wird der angezeigt und mit so einer kleinen Hand daneben versehen. Und wenn du dir diese Hand mal nimmst, ups, jetzt ist mein Zoom da schon reingesprungen, Sekunde, müssen kurz warten, bis die obere Leiste wieder rausspringt. Nochmal.
So, also wenn du dir diese Hand hier oben links nimmst, ich lasse den Zoom jetzt mal weg, kannst du die einfach auf die Spur ziehen und dann wird dieser Parameter auf der Spur automatisch zur Automation freigeschaltet. Mit anderen Worten, diese gelbe Linie ist jetzt unser High-Cut-Filter und ist jetzt in der Frequenz schon mal eingestellt, die wir gerade hatten. Und wir setzen hier mal einen Startpunkt, der ist bei 702 Hertz, wie du hier sehen kannst. Und der Endpunkt soll dann hier an dieser Stelle sein bei voll aufgerissenem Filter. Das drehe ich mal hier nach oben und du siehst schon, jetzt ist die Automation im Prinzip schon reingezeichnet. Das Filter öffnet von 702 Hertz auf über die Zeit bis zu 16 Kilohertz und macht damit das komplette Filter auf. Wenn die Kurve noch ein bisschen runder verlaufen soll, kannst du hier in der Mitte noch diesen Punkt wählen, wenn du den annimmst, und dann kannst du hier noch ein bisschen runder den Verlauf machen, dass der noch ein bisschen natürlicher reingeht. Und das Ganze machen wir auf der Rückseite auch, nur eben umgekehrt. Da soll das Filter dann rauslaufen, mal bis hier, vielleicht so bis da ungefähr. Ziehen die Linie runter, jetzt läuft es linear. Und wenn ich wieder den Punkt in der Mitte anfasse hier, dann siehst du, dass es hier ein bisschen natürlicher läuft. Und schon haben wir dieses High-Cut-Filter automatisiert. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und ich zeige dir mal hier im Zoom, wie das Filter dann tatsächlich verläuft. Los geht's. Zack, Automation für Einsteiger. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Du kannst diesen Automationsparameter dann einfach so nutzen. Und wir haben diesen schönen Effekt, dass es eben aufmacht und hinterher wieder zumacht. In Kombination mit unserem Fade-In, Fade-Out ist der Effekt schon fast fertig. Das heißt, also das Schwierigste ist schon fast erledigt. Was wir aber natürlich gerne in der Dance-Musik haben, ist dieser pumpende Effekt. Dass also immer, wenn die Bassdrum spielt, dass der Sound dann runtergedrückt wird und dann zwischen den Bassdrum-Schlägen immer so hochkommt. Das kannst du zum einen mit einem Kompressor machen, der über die Sidechain gesteuert wird. Das heißt, die Bassdrum steuert diesen Kompressor, drückt den Sound mit dem Kompressor immer runter und wenn die Bassdrum dann nicht mehr spielt, macht der Kompressor wieder auf. Das habe ich schon mal genauer erklärt in einem weiteren Video. Das kann ich dir hier oben mal einblenden. Ich benutze aber mittlerweile der Einfachheit halber erstens und zweitens, weil es auch einfach nochmal besser zu kontrollieren ist, das LFO-Tool von Crossfair, Xfair, wie du es auch immer nennen möchtest. Dieses LFO-Tool ist ein kostenpflichtiges Plugin, gebe ich zu. Kostet, glaube ich, knapp 50 Euro, aber ich habe es mir gegönnt, weil es einfach so eine Zeitersparnis ist und vor allem auch so präzise einzustellen ist, dass du damit wirklich jeden Effekt erstellen kannst. Und vor allem dieser Ducking-Effekt, also wenn die Bassdrum den Sound runterdrückt, kannst du hier genau einstellen, wie der Sound hier unten runtergedrückt wird irgendwie und dann so langsam mit dieser Kurve reingefahren wird. Und das Ganze kannst du noch in jedem Parameter beeinflussen, kannst hier noch die Frequenz einstellen, ob du das hier auf ganz schnell haben willst oder ob du das hier auf irgendeinem Notenwert haben willst. Ich stelle das mal wieder zurück auf die Viertel. Hier hat meine Maus nämlich gerade verrückt gespielt, aber du siehst hier, im Vierteltakt wird jetzt hier gepulst und einfacher geht es einfach gar nicht. Das klingt dann schon so. Mal Solo stellen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Du hast diesen coolen Sidechain-Effekt, kannst das natürlich auch auf jedem anderen Signal benutzen, aber hier ist es wirklich perfekt. Also kein Hassel mehr mit Sidechain, sonstigem irgendwann, irgendwas mit dem LFO-Tool, bist du rucki-zucki am Ziel. Und damit ist der Sound fast fertig. Jetzt geht es noch darum, den Sound ein bisschen zu gestalten, nochmal so zu gestalten, dass er noch ein bisschen mehr Bewegung kriegt, vielleicht ein bisschen moduliert und vielleicht auch ein bisschen mehr Größe kriegt. Bewegung kriegt er bei mir durch eine Panorama-Automation. Das heißt, der Sound wird jetzt automatisch zwischen links und rechts hin und her gefahren und dafür benutze ich gerne von Melda Productions das kostenlose Plugin M-Autopan. Du siehst schon hier so eine Kurve eingezeichnet, wo das einfach hier so, ich hoffe, dass du jetzt nicht besoffen wirst im Zoom, wo das einfach zwischen links und rechts mit so einer Sinuskurve oder jeder anderen Form dann auf jeden Fall hin und her gefahren wird. Und das bringt wirklich Bewegung in den Sound rein. Wir hören mal kurz, wie das jetzt damit klingt. Und das steht ja auch auf Solo, genau, dann können wir es mal hören. Hör mal, wie es zwischen links und rechts jetzt wabert. So, also ein bisschen Bewegung in den Sound reinbekommen. Du kannst auch einen Flanger nehmen, einen Phaser, einen sonstigen Modulationseffekt, der dafür sorgt, dass das Ganze noch mehr wabert und noch mehr in Bewegung ist. Mir persönlich reicht der Autopan jetzt an dieser Stelle. Und das, was ich aber noch haben möchte, ist ein bisschen mehr Größe und Tiefe für diesen Sound. Das geht mit Hall ganz einfach. Das heißt, du kannst jedes Hall-Plugin nehmen, was du zur Verfügung hast. Ich nehme den Open Air. Der ist nämlich direkt bei Studio One mit dabei und habe hier ein Preset gewählt, was ungefähr 2,5 Sekunden Nachhall hat. Und wenn wir mal kurz stoppen den Sound, hörst du, wie die Nachhallfahne ist. So, da ist dieser Ausklang schon und du hörst, wie das Rauschen dann so langsam auch mit dem Hall noch im Hall versinkt.
Ne? Und das Ganze sorgt dann dafür, dass unser Effekt schon fast fertig klingt. Fast eine Sache müssen wir noch machen. Du hast schon gehört, hier in der Stelle, wo es aufhört, da klingt jetzt der Nachhall noch ein bisschen nach. Da müssen wir also noch dafür sorgen, dass da wirklich Stille ist, weil sonst ist der Effekt einfach hin, weil wenn der Nachhall von unserem Hallgerät noch ist, dann ist der Effekt nicht so dramatisch an dieser Stelle. Und da können wir aber ganz einfach die Lautstärke automatisieren. Ich drücke nochmal auf A für die Automation. Du siehst ja, dass hier die High-Cut-Frequenz noch eingestellt ist. Da kann man draufklicken und dann auch die Lautstärke auswählen. Ganz einfach. Es gibt eine blaue Kurve jetzt hier. Das ist die Kurve von unserem Lautstärke-Fader, von unserem Fader, den wir eigentlich für diesen Sound eingesetzt haben. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle hier, wo ich jetzt gerade bin, dafür sorgen, dass hier der Fader einfach mal kurz auf 0 gefahren wird. Das geht sehr einfach, indem ich hier oben links einfach mal das Bereichsauswahl-Werkzeug nehme. Dieses hier. Oder die 2 drücke, kann ich auch machen. Und hier einfach diesen Bereich auswähle, den ich hier haben will. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, kann ich also ganz einfach auswählen, egal welchen Bereich ich haben will, hier oder sonst was. Ich nehme diesen Bereich und kann jetzt einfach hier diesen Bereich in der Lautstärke runterziehen. Und jetzt haben wir wirklich diesen Effekt, dass da der Sound abreißt. Automation aus. Das Ganze klingt so. Und ist dann wieder da. Damit es noch ein bisschen knackiger wird an dieser Stelle beim Wiedereinstieg, du merkst, das Rauschen kommt so ein bisschen weich rein, es hat also wirklich keinen echten Transienten an der Stelle, kannst du da noch einen Sound drauflegen. Ich habe aus meiner Ghostack Library mir einfach mal einen Clap rausgesucht, das ist dieser hier. Der bringt so einen Anschlag, so einen Clap, so einen Transienten mit und den Nachhall auch und zusammen klingen die beiden dann wirklich schon klasse. Also unser Rauschen und der Clap zusammen machen dann Folgendes. Und in der ganzen Produktion klingt unser fertiger Effekt dann wie folgt. Ah, muss ich den Clap auch anmachen, ne? Komm, wir machen den Übergang nochmal schnell. Okay, man kann damit wirklich furchtbar viel rumspielen. Mir persönlich wäre es jetzt noch ein kleines bisschen zu laut, würde ich also noch ein bisschen leiser machen. Aber insgesamt merkst du schon, da gibt es eine große Spielwiese, auf der man sich austoben kann. Und vielleicht hast du ja auch einen coolen Effekt, den du mit weißem oder rosa Rauschen machst in deinen Produktionen, um das Ganze nochmal auf ein neues Level zu heben. Dies hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mir, dir hoffentlich auch. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!